Hallo und willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video geht es um die Focke-Wulf FW190D13. Die FW190D13 ist ein deutsches Premium-Flugzeug auf einem Battle-Rating von 5.7 MRB und zugleich ein Energy-Fighter bzw. ein typischer Boom-and-Zoom-Fighter. Zu Beginn einer Schlacht sollte man mit diesem Flugzeug möglichst in einen Sideclimb gehen. Sprich, möglichst viel Höhe gewinnen, nicht auf dem direkten Weg zum Gegner fliegen, um einfach auch sicherzustellen, dass ein Höhenvorteil gegenüber diesen auch möglich ist. Etliche gegnerische Flugzeuge haben eine bessere Steigleistung und ist der Gegner erstmal über dem eigenen Flugzeug, so wird es auch meistens recht schwierig, einen Vorteil zu gewinnen. Wichtig bei Energy Fightern und insbesondere bei den Boom & Zoom Flugzeugen ist es, das Schlachtgeschehen immer im Auge zu behalten. Bei Boom & Zoom muss immer klar sein, wo die Gegner sind, wann und wie der Angriff gestartet werden kann und auch ganz wichtig, wie wir aus diesem Angriffsversuch wieder möglichst unbeschadet rauskommen. Bei Boom & Zoom ist es oft der Fall, dass der erste Angriff nicht klappt. Nicht klappt, meine ich, der Gegner wurde nicht zerstört oder der Schaden war nicht ausreichend. Umso wichtiger ist es, seinen Angriff auch so zu planen, dass ein weiterer Angriff möglich ist. Für mich sind die drei wichtigsten Punkte bei der D13 ganz klar: A. Immer auf einen Höhenvorteil achten, B. Jede Art von Turnfight absolut vermeiden. Hier kann nur Erfahrung oder ein Gegner mit minimaler Energie die Ausnahme sein und ganz wichtig bei Boom & Zoom hier die Disziplin. Das bringt mich nun auch zu den Vor- und Nachteilen des Flugzeuges. Auf der Seite der Vorteile ist ganz klar die gute Bewaffnung. Drei 20mm Maschinenkanonen mit insgesamt 750 Schuss lassen mehrere Angriffe auch zu und die 20mm Maschinenkanonen sorgen auch für wirklich großen Schaden. Ein weiterer Vorteil ist ganz klar auch die hohe bis sehr hohe Sturzfluggeschwindigkeit. Es ist kein großes Problem, diese Maschine auch auf weit über 700 km/h zu bringen und sie ist dann immer noch bis zu einem gewissen Grad gut zu steuern. Der nächste Vorteil für mich ist die Performance auf großer Höhe. Die D13 ist ein Boom-and-Zoom-Jäger, das heißt, sie braucht eigentlich auch die Höhe, um die Angriffe ausführen zu können. Und dazu kommt auch noch, dass dieses Flugzeug auf eher geringer Höhe ganz stark auch an Performance verliert. Der vierte Vorteil für mich ist die Rollrate, typisch für die komplette Focke-Wulf 190 Serie. Die ist wirklich exzellent und man kann so manchen sehr wenigen Gegner damit auch durchaus zur Verzweiflung bringen. Auf der Seite der Nachteile ist auch ganz klar der Wendekreis. Die Focke-Wulf 190D13 kann vieles, nur eines kann sie nicht. Das ist gut dürren. Ein weiterer Nachteil ist die Überhitzung des Motors. Das kann relativ rasch auch gehen und man sollte immer wieder auch ein Auge auf die Temperaturanzeige haben. Dritter Nachteil für mich ist der empfindliche Motor. Die Focke-Wulf 190 braucht für ihre Taktiken einen starken Motor. Der Motor ist auch stark, nur ist er einigermaßen beschädigt, verliert er sehr rasch an Leistung und das Flugzeug ist ziemlich rasch in einer Opferrolle. Den vierten Nachteil, den ich nennen möchte, ist das Höhenleitwerk, das insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten zum Problem wird. Das trifft uns ziemlich hart, denn sind wir mal in einem Sturzflug mit wirklich hoher Geschwindigkeit, so ist ein Rauskommen aus dem Sturzflug nicht immer ganz so einfach. Sowas muss auch geplant werden und oftmals wird es auch unterschätzt. Das heißt, man möchte aus dem Sturzflug raus, aber der Boden, er will nicht ausweichen und wenn man es übertreibt, dann kracht man ziemlich unsanft am Boden auf, was dann meistens auch ein Schlachtende bedeutet. Wie es mir mit diesem Flugzeug gegangen ist, möchte ich euch in einem Zusammenschnitt von zwei Gameplays zeigen. Zuvor aber, wie gewohnt, die Background Story. Ich wünsche gute Unterhaltung. Als eines der besten Kampfflugzeuge ihrer Zeit war die Focke-Wulf FW190 im Zweiten Weltkrieg weit verbreitet.
Insgesamt wurden fast 20.000 Stück produziert, darunter auch rund 6.000 Stück in einer der vielen Jagdbomber-Varianten. Die 190er blieb von 1941 bis Kriegsende in Produktion und wurde auch mehrfach umgestaltet. Das Flugzeug selbst machte sich einen Namen als Arbeitstier in der Luftwaffe und wurde in den verschiedensten Rollen eingesetzt, unter anderem als Begleitjäger, als Jagdbomber, als Nachtjäger oder auch als Abfangjäger in großer Höhe. Dies betraf insbesondere die Dora-Serie. Als im August 1941 mit dem operativen Flugbetrieb über Frankreich begonnen wurde, erwies sie sich schnell in allen Belangen ihren Gegnern als überlegen. Ausnahme hierbei war der Wendekreis. Hierbei war das zu diesem Zeitpunkt wichtigste Frontkampfflugzeug der Royal Air Force, die Spitfire Mk5, besser. Die 190er schaffte es rasch gegenüber der Royal Air Force die Luftüberlegenheit zu erringen und es sollte auch rund ein Jahr so bleiben, bis die erheblich verbesserte Spitfire Mk9 im Juli 1942 den Kriegsschauplatz betrat. Im November sowie Dezember 1942 erschien die FW-190 auch bei den Luftoperationen an der Ostfront. Obwohl die sowjetischen Piloten die Bf-109 als die größere Bedrohung ansahen, schaffte auch die FW-190 zahlreiche Erfolge. Die FW-190 erwies sich als ebenso leistungsfähig wie die Bf-109 im Luftkampf und sorgte nach Ansicht jener deutschen Piloten, die beide Modelle flogen, für mehr Feuerkraft und auch eine bessere Performance in niedriger bis mittlerer Höhe. Die FW-190 wurde zusammen mit der Bf-109 auch zum Rückgrat der Jagdwaffe. An der Ostfront war die FW-190 zudem auch noch vielseitig genug, um auch in Schlachtgeschwadern eingesetzt zu werden. Als Abfangjäger erfuhr das Flugzeug zahlreiche Verbesserungen, damit es auch in großer Höhe wirksamer wurde, aber auch um den immer ständig verbesserten alliierten Jägern weiterhin die Stirn zu bieten. Die Leistung der A-Baureihe der FW-190 ging in Höhen von 6000 Meter oder darüber stark zurück, was ihre Wirksamkeit als Abfangjäger stark reduzierte. Dieses Problem wurde später, vor allem durch die Davy-Dora-Baureihe, weitgehend behoben. Durch den Einsatz des Junkers Jumo 213 Motors konnten die Probleme der A-Serie behoben werden und die D-Serie konnte mit ihrer Einführung im September 1944 die Aufgabe des Höhenjägers erfüllen. Die FW-190D oder auch Langnase, wie sie von den Alliierten genannt wurde, war aber nur als vorübergehende Lösung gedacht, bis die DA-152 bereit war. Als die ersten Doras verfügbar waren, waren die Piloten der Luftwaffe wenig begeistert. Der eingebaute Jumo 213 galt als Bombertriebwerk und seine Verwendung in einem Jagdflugzeug galt als Verzweiflungsmaßnahme. Als die Piloten aber die Chance hatten, die Dora 9 zu fliegen und dies auch im Kampfeinsatz, änderten sehr viele ihre Meinung. Die neue Variante war eine sehr große Verbesserung im Vergleich zu den Vorgängermodellen, welche noch den BMW 801 Motor eingebaut hatten. Zusätzlich hatte die Dora eine phänomenale Rollrate. Die Piloten fanden auch schnell heraus, dass diese Variante der Focke Wulf mit dem Jumo 213 Motor vielen B-51 Varianten der damaligen Zeit überlegen war. Die Focke Wulf 190 D-13 ging erst im März 1945 in Serie. Die D-13 wurde mit einer 20mm MG-151 Motorkanone ausgestattet. Die weitere Bewaffnung beschränkte sich auf zwei in den Flügel montierten MG-151 und eine wesentlich stärkere Bordbewaffnung war nicht möglich, da das Fahrwerk eine weitere Belastung durch weitere MGs oder gar Maschinenkanonen nicht mehr verkraften konnte. Der Produktionsplan sah insgesamt 1060 Maschinen vor. Die Großproduktion konnte aber nicht gestartet werden, da neben dem Arbeitskräftemangel auch ein akuter Mangel an Material sowie eine äußerst angespannte organisatorische Lage vorlag. Die Flugzeuge wurden unter anderem mit dem BKS-12-Beilsystem, dem K-23 Autopiloten und einer beheizbaren Cockpit-Verdeck-Windschutzscheibe ausgestattet. Zusätzlich verfügte die D-13 auch über ein hydraulisches System zur Unterstützung der Flügel, welches später auch bei der DA-152 verwendet werden sollte. Den Aufzeichnungen zufolge wurden von den geplanten 1060 Maschinen insgesamt nur 17 Stück gebaut und von diesen 17 Stück nur 2 ausgeliefert. Eine der ausgelieferten Maschinen erhielt im März 1945 Franz Götz
der damalige Geschwaderkommandant des Jagdgeschwader 26. Im Mai 1945 fiel seine Maschine den Alliierten unbeschädigt in die Hände. Nach dem Krieg wechselte diese Maschine mehrmals seinen Besitzer, bis sie schlussendlich am 11. Juli 2007 ihren neuen bzw. aktuellen Besitzer fand. Den Mitbegründer des Softwareriesen Microsoft, Paul Allen. Das Flugzeug wurde komplett restauriert und steht heute im Flying Heritage and Combat Armor Museum nördlich von Seattle, wo es neben weiteren zahlreichen Flugzeugen und Panzern des Zweiten Weltkrieges eine neue Heimat gefunden hat. Interessantes Detail zur D-13: Wäre das Kriegsende später eingetreten, so wäre vermutlich auch die R5-Variante der D-13 gebaut worden. Diese Variante sah vor, dass zwei Ruhrstahl X4 Luft-Luft-Raketen mitgeführt werden sollten. So, wir befinden uns über Malta, gar nicht mal so hoch. Aber auf dieser Karte bietet er sich an, denn da sind unsere eigenen Schiffe unten und wo die eigenen Schiffe sind, da finden wir meist auch Gegner. Ja, hinter uns eine 109er war das, die ist aber noch weit genug weg. Die wird jetzt kein großes Problem. Und unten sieht man auch schon einen schwarzen Punkt, einen gegnerischen Flieger. Tja, das dürfte wohl ein Gegner sein. Mal schauen, wer das ist. So, runter und mal die Weibern, aber auch da ist eine Weiber. So, und die versuchen wir jetzt mal ein bisschen, ja, mit hoher Geschwindigkeit hier zu überraschen, beziehungsweise vielleicht klappt ja auch ganz zu Beginn der erste Kill. Ich glaube, der Gegner hat uns noch nicht wirklich bemerkt. Aber tja, das könnte die Sache jetzt auch einfacher machen. So, wir kommen näher. Tja, da wird tja, kaum was bewirkt. Wir schießen mal und der erste Treffer. So, wir setzen nach und tja, das war's auch schon. Tja, erster Kill, relativ einfach, aber ich glaube, der Gegner. Tja, er schreibt jetzt auch, das war aber nicht nett. Tja, selten, dass sich auch jemand freut, dass er abgeschossen wird. Aber die Schlacht geht weiter. Wir versuchen jetzt wieder Höhe zu gewinnen. Tja, der Kollege, er war auch gerade am Schreiben. Ja, dann war er da wohl auch zu langsam. Aber da unterhalten wir uns doch mal gerne. Tja, sag das doch. Ich hätte dir sicher noch ein wenig Zeit gegeben. Zwischen, ja, wir steigen wieder. Müssen jetzt auch ein bisschen auf die anderen Gegner warten. Und da kommt ja richtig eine Welle rein. Ja. Oh, und er ist auch noch ein ZFOG-Anwärter. Tja, wenn das das Management sieht, ZFOG. Anwärter abgeschossen von Sebosa, das ja, könnte zu Diskussionen führen. aber ich muss mich jetzt wirklich auch auf die Schlacht konzentrieren. Ein paar SO-8000 sind auch unterwegs, auch Spitfires. Und ja, bei diesem Rudel hier haben wir doch einen leichten Vorteil. Wir versuchen jetzt mal die nächste anzugreifen. Die ist jetzt unter uns. Da drehen wir jetzt einmal nach. So. Na, und noch ein bisschen nachkorrigieren. Und jawohl. Schöner Treffer. Aber ja, da wird auch nicht lange Zeit bleiben zum Verschnaufen. Denn da hinter uns eine Spitfire und eine SO-8000. Eine weitere. Ziemlich knapp bei uns. Und jetzt heißt es wirklich mal abhauen. Höhe zu gewinnen. Die 8000er dreht bereits ab. Die
Spitfire noch nicht. Hinten sind wir noch weitere Spitfires, noch eine Weibern. Und ja, die zwei drehen jetzt mal nach. Das heißt, beide werde ich jetzt wahrscheinlich nicht schaffen, aber bei einer soll es vielleicht dann doch ausgehen. Die 8000 auch nicht gerade sehr wendig und wieder ein äußerst schöner Treffer. Man sieht die Bewaffnung, also wirklich äußerst stark. So, und jetzt wollen wir es auch wissen. Spitfire ist hinter uns. Der zu entkommen wird jetzt schwierig werden. Das heißt, auf Biegen und Brechen bei der 8000 komme ich auch nicht raus. Da gehen wir jetzt einmal rauf. Und ja, auch der Gegner wurde jetzt zerstört. Ebenso wie wir mit geschützten Flügeln. Tja, mal schauen, was die nächste Schlacht so bringt. So, in aller Main. Und wir sind wieder mal nicht hoch, aber tja, das hilft uns jetzt, sage ich jetzt mal, aber ist auch nicht unser größtes Problem, denn auch die Gegner sind weit unten. So, die Spitfire und jawohl, ein schöner Treffer. Und da haben wir auch schon die nächsten zwei Spitfires. Eine Dornier 217, die wird uns jetzt nicht so stark helfen können, die 109er vorne vielleicht schon. Eine 100 weit hinter uns, noch zwei Spitfires. Ja, jetzt wird es wahrscheinlich ein Mix zwischen Boom and Zoom und Energy Fighting Game, aber mal sehen. Die zwei Spitfires sind doch recht gut beschäftigt mit dem Kollegen unten. Tja, zumindest noch mit einem, denn die 217er hat es hinter sich. So, wir drehen jetzt mal nach, versuchen diese Verwirrung jetzt auch auszunutzen. Und ja, man merkt schon, punkto Wendigkeit sind wir nicht gerade das große Wunder vom Herrn. Aber jawohl, die nächste Spitfire. Übrigens, Munition ist ja die Luftzielmunition und man merkt schon, die wird jetzt ihrem Namen auch gerecht. So, den haben wir auch getroffen. So, und unglaublich, Nummer 3 jetzt auch schon abgeschossen. Ich möchte hier noch erwähnen, auch wenn es jetzt relativ schnell ging, nicht verzagen bei der Munition der D13, und zwar die Flugbahn. Daran muss man sich gewöhnen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass die Munition bzw. die Geschosse eine sehr eigenartige Flugkurve haben, aber irgendwann mit ein bisschen Übung hat man den Dreh auch raus und dann klappt es auch einigermaßen gut. So, ich glaube, allzu viele Gegner werden wir jetzt nicht mehr haben. Ich werde jetzt auch mal langsam zurückkehren. Mal schauen, was die Schlacht dann noch bringen könnte. Ich glaube aber, dass es nicht mehr allzu viel Action geben wird und sage an dieser Stelle schon einmal Danke für deinen Besuch. Schön, dass du da warst. Wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Like da, vielleicht auch ein Kommentar und wenn noch nicht abonniert, gerne auch ein Abo. Das gibt's kostenlos und man wird automatisch informiert, wenn das nächste Video rauskommt. Bis zum nächsten Mal.